Kaffeesack im 7. Und ich probiere es heute wieder. Im Kaffeesack im 7. Kaffee ist etwas, wo ich sage, das geht gar nicht. Und wir haben da zwei Kaffees. Andi, was ist das? Also einerseits haben wir mal einen Cappuccino gemacht. Das ist der? Genau. Durch die Milch, die warme Milch, wird der Kaffee ein bisschen süßlich. Okay. Das, was die Bitternoten ein bisschen nimmt. Und das andere ist ein Americano, eigentlich ein langer Espresso. Durch das ist es nicht so intensiv und Kaffeegeschmack. Americano und Cappuccino, in der nächsten Story siehst du, wie ich das finde. Ja. Weißt du, was ich wirklich krass finde? Es ist bitter. Es ist schon? Bitter. Okay. Wieso ist das bitter? Ein Cappuccino ist doch süß. Aber das sind Geschmäcker, das sind Gaumen. Jeder empfindet es. Was ich lässig finde, ist so influencermäßig der Milchschnauze, oder? Wir probieren jetzt den Americano. Americano. Boah, der geht nicht. Dann ist das Gefühl, ich spüre es bitter bis zu den Zehen. Aber der Cappuccino, da könnten wir mit anfreunden.